Hallo und herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 von Ben und Julias Mission Zuhause in Christus, Sein, Leiten, Bauen. Wir sind heute bei Teil Nummer 3, wie gesagt, Zuhause bauen. Ein Zuhause bauen. Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich zusammen einen Film angeschaut. Da geht es darum, dass ein Ehepaar, das keine Kinder hat, sich dazu entscheidet, Kinder zu adoptieren. Sie suchen sich ein Teenager-Mädchen aus und dann stellt sich raus, oh nein, die kommt mit zwei Geschwistern. Sie haben also auf einmal drei Kinder. Und alle witzeln immer darüber, dass es irgendwann schwierig werden muss. Und dieser Einbruch kommt tatsächlich. Es wird super schwierig. Diese drei Kinder machen ihnen wirklich Feuer unterm Hintern. Diese drei Kinder halten sie auf Zack und es geht drunter und drüber. Im Laufe des Films stellt sich immer mehr raus, dass man echt viel rein investieren muss, damit ein schön eingerichtetes Haus, eigene Zimmer mit Betten, alles schön gestrichen, doch tatsächlich zum Zuhause wird. Diese adoptierten Kinder, die drei Kinder, brauchen einen ganzen Film und in dieser Zeit wahrscheinlich deutlich ein paar Wochen, um sich dann an einem Ort zu Hause zu fühlen, wo sich zwei Menschen sehr bemüht haben darum, ihnen ein Zuhause zu bauen, zu schenken, zu bilden. Warum diese Geschichte, warum dieser Film? In der Bibel heißt es, dass wir, die wir an Christus glauben, die wir an Jesus glauben, adoptiert sind in die Familie Gottes. Paulus schreibt es so, wir sind jetzt Kinder Gottes, wir sind adoptiert. Wir sind also eine große Familie. Heißt es, es funktioniert immer alles gleich sofort gut und immer solide, alles liebevoll? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere von euch auch nicht wirklich zu Hause im Moment, wenn es darum geht, dass wir eine große Familie sein sollen. Was ist meine Rolle als Bruder im Glauben, wenn wir alle Kinder Gottes sind? Was ist unsere Rolle als Geschwister? In dem Film ist es tatsächlich so, dass die älteste Schwester der Schlüssel ist, damit die Eltern und die kleinen Kinder connecten, zusammenfinden, damit es ein Zuhause wird, eine feste Familie. Und ich glaube, ein Stück weit ist da was Wahres dran, auch auf uns bezogen. Ich glaube, dass Gott uns gebrauchen will, um andere Menschen in die Familie einzubinden. Dass Gott uns gebrauchen will, um anderen zu sagen, hey, du bist nicht nur ein Fremdkörper für uns, sondern du bist Teil dieser Familie. Dass wir anderen zeigen dürfen, du bist bei mir zu Hause. Und Gemeinde ist eigentlich hier auf dieser Erde ein Abbild von dieser Gemeinde, wie Gott sie sieht und wie sie aus einer himmlischen Perspektive ist. Und wir erleben es tatsächlich hier ein Stück weit schon, dieses Durchschimmern von diesem Reich Gottes, dieses Aufblitzen von dem, was es bedeuten kann, wenn Menschen, die völlig unterschiedlich sind, zusammenkommen, weil sie ein verbindendes Element haben, das sich die Liebe Jesu Christi nennt. Das klingt alles so geschwollen. Was bedeutet's? Ich habe die letzten Male dieses Bild vom verlorenen Sohn benutzt. Und da war tatsächlich dieser jüngere Sohn, der weggerannt ist und wieder zurückkommt. Und der Vater, der die Arme offen hält. Was macht in der ganzen Zeit der ältere Sohn? Der ältere Sohn, der ist auf dem Feld. Er arbeitet. Kommt dann nach Hause, merkt, ihm fällt auf, da ist ein Riesenfest. Und er riecht sich richtig auf. Das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Sohn, der weggerannt ist und wieder zurückkommt, jetzt so empfangen wird. Und das macht den Vater traurig. Verständlich. Weil was sollte der ältere Sohn eigentlich machen? Im Idealfall würde der ältere Sohn doch mit dem Vater zusammen dastehen und darauf warten, dass der jüngere Sohn zurückkommt. Er würde mit offenen Armen mit dastehen. Und sagen, komm nach Hause. Wie stehst du da, wenn andere Menschen in die Gemeinde kommen, zu dir kommen, in deine Familie kommen? Mit offenen Armen? Oder stehst du auf dem Feld und ackerst da weiter, wo du immer weiter geackert hast? Zuhause bauen ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil Gemeinde zu bauen
unsere Gemeindegründung, die wir in Toronto machen wollen, eine Gemeinde zu starten, weiterzuführen, bedeutet nicht, ein System aufzubauen. Bedeutet nicht nur nach Schema F irgendwas zusammenzukleistern und in ein Haus reinzuschieben und das ist jetzt ein Zuhause für Menschen. Sondern es bedeutet, mit offenen Armen dazustehen und die zu empfangen, die vielleicht woanders kein Zuhause haben. Die zu empfangen, die es wirklich brauchen. Ein Zuhause zu werden für andere Menschen. Es bedeutet, dazustehen und Wege zu finden, die Person zu umarmen. Nicht immer das Gleiche zu machen, sondern was Neues auszuprobieren. Es bedeutet, neue Wege zu gehen, um die gleiche Botschaft, dieses Evangelium, dass Jesus dich liebt, diesen Menschen zu bringen. Und dann diese Menschen einzuladen, nach Hause zu kommen. Zu Hause bauen, Gemeinde als eine große Familie, Gemeinde als der Leib Christi, wie es beschrieben wird. Wir sind zu Hause in Christus, aber wir sind alle zusammen dort. Wir sind alle zusammen zu Hause in Christus und deswegen brauchen wir auch dieses Zuhause-Gefühl. Das können wir nicht einfach Stempel draufdrücken. Nein, es bedeutet, dass wir investieren müssen, damit sich unsere Geschwister, die genauso adoptiert sind in Gottes Familie, die genauso Kinder Gottes sind, wohlfühlen, zu Hause fühlen bei uns, weil sie zu Hause sind bei Gott. Und wir haben es uns zum Auftrag gemacht, Menschen ein Zuhause zu bauen. Menschen willkommen zu heißen in der Gemeinde Gottes. Nicht willkommen zu heißen in meinen vier Wänden und da muss alles nach meinem Schema laufen, sondern zu fragen, was ist das Zuhause, das andere Menschen brauchen. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo es gut dran ist, mal wieder darüber nachzudenken, wem kannst du ein Zuhause bieten? Wie könnt ihr als Gemeinde oder als Familie anderen Menschen Heimat bieten? Und wem? Und vielleicht ist es unrealistisch, allen Menschen eine Heimat im gleichen Haus zu bieten. Aber dann lasst uns Städte bauen, verschiedene Häuser, wo verschiedene Menschen unterschiedlich leben können. Lasst uns viele Gemeinden bauen, lasst uns das weiter ausweiten, auf verschiedene Art und Weisen Menschen ein Zuhause bieten. Wir haben alle eins gemeinsam und das ist Jesus Christus. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann lässt sich Jesus auch nicht in Schema F reindrücken, sondern dann sind das sehr unterschiedliche Wege, wie er auf Menschen zugeht und Menschen einlädt, nach Hause zu kommen. Und dann sind da später auch verschiedenste Gemeinden, die unterschiedlich ticken. Verschiedene Apostel und Missionare, die rausgehen und auf unterschiedliche Art und Weise missionieren. Verschiedene Christen, die unterschiedlich leben. Und es ist gut so. Und wir müssen nicht alles gleich machen, sondern wir müssen es so machen, dass möglichst viele Menschen nach Hause kommen können. Deswegen unser dritter Punkt, ein Zuhause bauen. Zuhause bauen, wie eine Gemeinde zu bauen, wo sich Menschen zu Hause fühlen.